Hallo, moin! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um eine kabellose Rückfahrkamera von Urfor Lax. Die wollen wir uns mal angucken. Die soll relativ schnell installiert sein, angebaut sein und ja, mal gucken, was sie alles so kann, diese Kamera. Ja, der Karton ist recht unspektakulär, aber das ist ja auch völlig egal, wie der Karton ist. Wir haben hier den Monitor 4,5 Zoll. Bedienungsanleitung Deutsch und Englisch. Ein bisschen Kabelkram hier. Schrauben. Wofür auch immer. Zigarettenanzünder, Kabel USB, USB-C. Das kann hier nur die Antenne sein. Jo, der Saugnapf für den Monitor. Ach, das ist wieder so ein Klebeding hier. Dann fehlt natürlich noch das Herzstück. Die Kamera mit Solar. Und kleinem Fach hier an der Seite ist wahrscheinlich das Ladefach. Jo. Zum Laden und zum Starten mit Sicherheit. Ja, und schon sitzen wir im Wohnmobil. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie das wirklich alles so funktioniert, dann bleibt doch mal dran. Dann gucken wir uns das erstmal an. Bevor ich das alles komplett anbaue, machen wir erstmal dieses Pairing, um überhaupt zu gucken, funktioniert diese Kamera auch. Was mir hier im ersten Step aufgefallen ist, das ist der Zigarettenanzünder. Der scheint ja hier wirklich einen An- und Ausschalter zu haben. Das finde ich natürlich schon mal genial. Und die Kamera, die hat hier so einen Metallrahmen. Das ist nicht so wie bei anderen Rückfahrkameras, wo das alles nur aus Plastik ist. Also das wirkt schon so, gleich beim Auspacken habe ich gedacht, also das gefällt mir schon mal richtig gut. Weiterer Punkt, was ich richtig genial finde, ist, ihr könnt die ja verstellen, das ist ja klar, um einen besseren Winkel oder einen anderen Winkel zu erreichen, wie ihr das gerne haben möchtet. Ihr könnt die Kamera natürlich auch hier so in der Horizontalen stellen und habt dann die Möglichkeit, gerade mit dieser Metallplatte, die vielleicht irgendwo anders anzubringen, nicht zwingend jetzt so, sondern halt horizontal. Ich hatte zuerst gedacht, Mann, das ist ja genial. Ich schiebe das Ding einfach oben auf die Stoßstange. Aber leider ist hier die Platte einen Tick zu kurz, weil ich hätte nämlich die Verschraubung dann innerhalb der Tür gemacht. Das wäre richtig geil gewesen. Ich zeige euch das mal, wie ich das gedacht habe. So, ihr hättet ja die theoretische Möglichkeit, diese Kamera irgendwie, wie auch immer, hier so zu positionieren, dass zum Beispiel die letzte Schraube in dem Bereich liegt, ne? Dass man die so anbringen könnte. Ich fand das so als Idee gar nicht so schlecht. Gibt natürlich dadurch echt viele Möglichkeiten, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz, wir testen jetzt mal das Pairing aus. Die Anleitung ist übrigens auch super. Und ihr habt noch eine Möglichkeit, das ist mir herausgefallen, dieser Zettel. Also wenn du die Garantie aktivierst, erhalte dir innerhalb von 24 Stunden zum Beispiel einen Amazon-Gutschein oder noch einen Handyhalter oder Autoladegerät und sowas. Auch nicht schlecht. Bekommt ihr dann noch mal gratis dazu scheinbar. Als erstes schrauben wir erstmal die Antenne ran. Finde ich auch schon mal ganz gut, denn bei anderen Rückfahrkameras sind die Antennen fest installiert, die könnt ihr nicht mehr bewegen. So könnt ihr, habt ihr noch die Möglichkeit, ein bisschen einzustellen. Ob das was bringt, weiß ich nicht. USB-C unten reinstecken. Zack. Fertig. Noch wichtig zu sagen ist, ihr müsst, bevor ihr die Kamera installiert, die hier unten über diese Ladebuchse aufladen, bis ein roter Punkt verschwindet. Der befindet sich denn hier an der Seite. Das hat bei mir wirklich lange gedauert. Also die schreiben auch irgendwie 8 Stunden,
Bei mir war die, da hat es wirklich 12, 13 Stunden gedauert, bis die Kamera wirklich vollgeladen ist. Ich habe natürlich hier unten durch diese Buchse auch immer die Möglichkeit, die nochmal nachzuladen, wenn das hier mit der Solarfunktion nicht ausreichen sollte. Das finde ich auch schon mal ganz gut. Könnt ihr eine Powerbank einfach hier unten anschließen. Pups, mitgelieferte Kabel habt ihr ja hier und so. Und auch genial. Ein kleiner Nachteil vielleicht ist, dass diese Klappe, die zeigt ja nun mal nach unten, die erscheint mir jetzt nicht wirklich großartig, na, wie soll ich sagen, wassergeschützt. Ich kann mich natürlich täuschen, weil hier innen drin ist so ein kleines, so ein Gummilappen, dass das wahrscheinlich ausreicht. Man muss wahrscheinlich ausreichen. Zigarettenanzünder rein in die Dose und dann das hier mit diesem Knopf hier, wie gesagt, das finde ich ja echt witzig. Anschalten das Teil und schon ist das erste Bild da. Ist nicht nur das erste Bild da, sondern was ist denn da für ein komischer Typ drauf? Also den habe ich nicht mitgekauft hier, ne? Wundert euch nicht. Das Bild selber, muss ich aber schon mal wirklich sagen, ist echt super, total klar und deutlich. Also finde ich richtig gut. Kameras in dem Fall auch schon installiert. Eigentlich ist das ganz einfach. Ich weiß jetzt nicht, warum das so ist, aber das ist ja toll, wenn das so ist. Ihr drückt eigentlich hier oben das M und habt hier unten an der Kamera auch noch so einen kleinen Pairing-Knopf. Den drückt ihr dann auch noch. Und dann stellt sich die Verbindung her. Und in meinem Fall ist das irgendwie schon alles, hat das alles schon geklappt. So, ich stelle zu Testzwecken die Kamera erstmal nach hinten. Jo, ich mache mich mal auf den Weg und guck mal, wie weit ich überhaupt laufen kann mit dem Ding hier. Also das waren jetzt mal locker, also locker 30 Meter mit Sicherheit. Ich bin mal gespannt, wenn ich mir das Video selber angucke. Boah, also die Reichweite, die ist ja schon mal echt phänomenal, oder? Also ich hätte wahrscheinlich noch 20 Meter weiterlaufen können. Klasse. So, was hat die Kamera noch zu bieten? Kann natürlich das Bild anpassen. Helligkeit, Kontrast und sowas. Ihr könnt dann einstellen, wie Spiegelverkehr zum Beispiel die Kamera aufnimmt, auf den Kopf, wenn ihr die umdrehen solltet. Wenn ihr auf das M drückt, dann könnt ihr hier mit Plus und Minus die weiteren Funktionen auswählen. Dann drückt ihr den Knopf hier unten und dann habt ihr weitere Einstellmöglichkeiten über Kontrast. Die Helligkeit könnt ihr locker einstellen. Farbsättigung oder die Funktion, wie die Kamera das zeigen soll. Spiegelverkehr zum Beispiel. Weiter links, weiter rechts. Und zu guter Letzt, wie lange die Kamera laufen soll. Ihr habt da die Möglichkeit zwischen 30 und 90 Sekunden. Bei den Parklinien habt ihr auch eine ganze Menge Möglichkeiten, vertikal anzupassen, die Breite anzupassen, horizontal. Da drückt ihr einfach hier auf das Minus oder auf das Plus. Und dann könnt ihr die Parklinien anheben. Also da habt ihr viele Möglichkeiten, euch die Parklinien ja so zu setzen, wie ihr das wirklich haben wollt. Die Kamera hat eine Auflösung von, muss ich selber kurz nachlesen, 480 zu 854, Kontrast 500 zu 1, Helligkeit 400 CD, Kubikmeter, Quadratmeter, Reaktionszeit 25 Millisekunden. Das hört sich doch ganz gut an. Was mich nochmal interessiert, ist die Wasserdichtheit wegen der Dichtung. Ich musste das nochmal nachlesen. Das ist wirklich klasse eigentlich, weil wirklich IP69K der höchste Standard gegen Schmutz und Feuchtigkeit ist. Ja, hätte ich nicht gedacht. Muss ich wirklich sagen, aber das ist ja top. Also wirklich wahr. Genial.
Dings, ach ja, wo ich vorhin losgelaufen bin, um zu gucken, wie die Kamera ist. Das steht ja auch in dieser Bedienungsanleitung. Man glaubt es kaum. Die drahtlose Reichweite, haltet euch fest, soll wirklich sein, 150 Meter im offenen Gelände. 150 Meter. Boah, da könnt ihr schon mal ein paar Anhänger hinten ranhängen nochmal und so. Das ist schon mal irre, oder? Also 150 Meter, Wahnsinn. Einziger Test, der jetzt eigentlich noch fehlt, obwohl ich bis jetzt schon echt begeistert bin von dieser Kamera, muss ich wirklich mal sagen, ist, wie sieht das Ganze im Dunkeln aus? Dazu müssen wir uns jetzt noch etwas gedulden. Ist noch ein bisschen hell draußen. Ja, keine Ahnung, holt euch eine Cola, Chips, guckt ein bisschen Fernsehen, legt euch in die Sonne. Wir warten noch mal ein bisschen ab, bis die Dunkelheit einsetzt. So, ich halte die Kamera einfach mal jetzt an der Seite raus. Ich filme euch das, filme das gleich noch mal hier mit meiner Kamera. Es war nicht wirklich stockdunkel draußen, ist jetzt so ein Dämmerzustand. Aber ich muss sagen, ey, das sieht echt top aus. Das ist schon ziemlich duster, ne? Und hier nochmal der Vergleich. Ja, ein kleines Fazit zu der Kamera. Mir gefällt die wirklich gut. Muss ich echt sagen. Qualität scheint gut zu sein. Die Verarbeitung ist top von der Kamera. Was mir besonders gut gefällt, ist, sie ist wirklich echt gestochen scharf. Also das Bild auf dem Monitor ist wirklich top. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Installation super einfach. Ich glaube, einfacher geht das gar nicht. Die drei Tasten da, die man auch drücken kann, da mit Kontrast einstellen und alles. Super einfach. Brauchst die Anleitung kaum lesen. Ist alles einfach zu verstehen auch. Und erklärt sich eigentlich auch von selbst. Ich verlinke die Kamera nochmal unten für Leute, die Bock haben. Irgendwie stellen nochmal einen Amazon-Link rein. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Vielleicht gefällt ja dem einen oder anderen auch die Kamera. Und in dem Sinne, wir sehen uns dann. Bis bald. Tschüss.